Ich möchte mit dir heute das Szenario durchgehen, wo eine Diät tatsächlich sinnvoll sein kann. Das Ganze noch viel mehr jetzt gleich. Viel Spaß! Diäten sind totaler Bullshit. Ich glaube, wir können alle, ja, bei diesem Punkt uns einig sein, dass eine Diät nichts anderes ist wie eine kurzzeitige Ernährungsumstellung, wo wir aber danach wieder rückläufig werden und letzten Endes mehr Gewicht haben als vorher. Sprich, Diäten sind in wenigsten Situationen sinnvoll, außer du bist jetzt wirklich Wettkämpfer und musst zu einem gewissen Zeitpunkt dringend ein gewisses Gewicht wiegen. Ich will dir aber heute mal für die Leute, die was vielleicht ja nur Alltagsmenschen sind oder hobbymäßige Trainierer sind, mal auf einen Punkt eingehen, ob eine Diät aus einem anderen Grund auch sinnvoll sein kann. Und zwar gibt es einen einzigen Punkt, weshalb eine Diät noch sinnvoll sein kann, auch wenn man vielleicht langfristig etwas umstellen möchte und langfristig abnehmen möchte. Ich nenne jetzt einfach mal einen Klient zu mir, nennen wir ihn einfach mal beispielsweise Thomas. Thomas kommt zu mir und sagt, du Gabriel, ich habe immer Heißhunger und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, ich komme dagegen nicht an. Häufiges Phänomen, Leute bekommen immer wieder Heißhunger und stopfen sich alles Mögliche rein, ohne dass sie überhaupt wissen, was sie dagegen tun könnten und probieren ein Leben lang nur rum. Wo könnte hier eine Diät sinnvoll sein? Wir wissen ja jetzt, dass eine Diät nur eine kurzzeitige Ernährungsumstellung ist. Sprich, wir haben für eine kurze Zeit irgendetwas geändert, dementsprechend geht auch unser Körpergewicht runter. Macht es jetzt Sinn, eine Diät zu machen? Ja, wenn es eine ganz normale Diät ohne Verbote ist. Wie meine ich das Ganze? Eine Diät kann doch immer hergehen und sagen, okay, du hast einfach gewisse Vorgaben, in denen du dich bewegst. Das ist, wenn man es genau nimmt, eine Diät. Vorgaben bei Low Carb wäre, du isst keine Kohlenhydrate. Vorgabe bei Ketogen wäre ebenfalls wenig Kohlenhydrate. Ja? Vorgabe bei Vegan kein Fleisch, bla bla bla. Also all das sind ja letzten Endes Vorgaben, die wir in den Diäten oder Ernährungsformen, wenn man sie so nennen will, haben. Letzten Endes können wir eine Sache machen und zwar, wir können sagen, wir essen in einer gewissen Regelmäßigkeit. Sprich, wir können uns wirklich angewöhnen, 2 oder 3 Mal fix am Tag zu essen und damit Heißhunger langfristig in den Griff zu bekommen. Und das ist auch so ein Riesending, was ich zum Beispiel im Coaching ab und an sehr, sehr gern mache bei manchen Leuten, ist einfach eine Struktur in den Tag reinzubringen. Die meisten Leute nehmen eigentlich nur zu, bekommen eigentlich nur Heißhunger, greifen eigentlich immer nur in die Keksdose hinein, ja, wie ein kleiner Todler, wie ein kleines Kind, das was zu Weihnachten auf den Weihnachtsmann wartet, weil sie keine Tagesstruktur haben. Sprich, ihr ganzer Blutzuckerspiegel, ihr ganzer Körper wird irgendwie immer unregelmäßig stimuliert vom Essen her. Dementsprechend bekommen sie dann Heißhungerattacken. Und das Problem ist, wenn man Heißhunger bekommt, jeder kennt dieses Teufelsrad, du bekommst Heißhunger, du stopfst alles in dich rein, was du findest, du schämst dich total, du isst gar nichts mehr und du bekommst wieder Heißhunger. Sprich, dieser verdammte Zyklus geht immer und immer und immer wieder rundum, bis du irgendwann begreifst, hey, ich muss da mal rausbrechen aus diesem Rattenkäfig, ja? Weil du, wenn du dich ein Leben lang nur drehst wie ein Hamster in seinem Hamsterrad, dann wirst du damit sicher nicht glücklich und auch erst recht nicht an ein Ziel kommen. Und das ist das Riesenproblem. Und hierzu kann eine Art von Diät wirklich Sinn machen. Sprich, man kann für den Anfang mal eine Tagesstruktur implementieren, wo man eine gewisse Anzahl an Mahlzeiten am Tag hat und zwischendurch nichts mehr isst. Sprich, du hast zwar nicht wirklich Verbote in der Ernährung, weil du kannst ja grundsätzlich auf alle Lebensmittel zurückgreifen, nur ist es bei dir so, dass du nur einen gewissen Zeitraum zum Essen hast. Und zwar, wenn du sagst, okay, Frühstück, Mittag und Abend. Und in diese Zwischenzeiten solltest du dann eben nicht mehr essen. Was ja auch eine kurzzeitige Ernährungsumstellung ist, wenn wir ehrlich sind. Weil ich kann zwischendurch so oft essen, wie ich will und werde nicht zunehmen, da ich ein Bewusstsein für Ernährung habe. Aber für Leute, die sich vielleicht schwer tun oder noch kein Bewusstsein für das Ganze haben, die werden sich wahrscheinlich mit einer Tagesstruktur sehr, sehr viel leichter tun. Gerade zum Reinkommen in das Ganze. Und wenn du es schaffst, mit einer Tagesstruktur reinzukommen in die Ernährung, langsam das Bewusstsein zu fördern, dann ist es auch völlig okay, zwischendurch wirklich mal bewusst zu sagen, ich verbiete mir jetzt dieses Zwischendurchessen. Und wenn du das irgendwann in den Kopf bekommst und automatisierst und auch mit ein paar anderen Systemen zusammenwürfelst, wie halt Ernährung funktioniert,
dann wird es soweit sein, dass du keinen Heißhunger mehr bekommen wirst, dass du abnehmen wirst und das Ganze ohne viel nachzudenken. Also wenn jemand geplagt ist, immer wieder Heißhunger bekommt, wenn jemand immer wieder zwischendurch isst, ja, unregelmäßige Essenszeiten hat, dann ist es hier wirklich sehr, sehr sinnvoll, das Ganze zu implementieren. So machen es auch wir bei vielen von unserem Coaching. Sprich, wir haben im Coaching ein 4-Schritt-Ernährungssystem, wie wir Leute so weit begleiten, bis sie irgendwann die Ernährung so selbstständig im Kopf drin haben, dass es automatisiert abläuft und sie letzten Endes nie wieder auf Ernährung schauen müssen und trotzdem weiterhin ab- oder zunehmen und natürlich auch Muskeln aufbauen, was ihr Ziel ist. Also ja, Schritt 1, eine Tagesstruktur, sprich eine Art von Umstellung oder, wenn man es so nennen will, Diät, kann für einen gewissen Zeitraum sinnvoll sein. Ist es jetzt für immer sinnvoll? Nein, weil der Alltag dazwischen funken wird. Aber anfangs kannst du das Ganze gerne mal für einen kurzen Zeitraum machen und letzten Endes wirst du irgendwann da sein, wo du sein willst, musst aber dennoch dein Bewusstsein für Ernährung fördern, um nicht wieder rückfällig zu werden. Das ist der allerwichtigste und auch letzte Punkt bei uns im 4-Schritt-Ernährungssystem. Also ja, gewisse Diäten, Ernährungsumstellungen oder auch Strukturen, wie man es nennen will, kann für einen kurzen Zeitraum wirklich sinnvoll sein. Dennoch muss man langfristig wie immer das Ernährungsbewusstsein fördern, um nicht immer wieder rückfällig zu werden und dann nach jeder Diät wieder die Kilos mehr oben zu haben, wie es leider oftmals passiert. Ja? Ich wünsche euch noch ein richtig geiles Training und bis zum nächsten Mal.